starten einen komplett neuen Brawl Stars Account und ich starte bei Null. Wir sind jetzt hier gerade im Tutorial. Das Ganze hat einen ganz speziellen Grund. Wir haben den Free-to-Play-Account, wir haben den Main-Account und es macht aktuell alles nicht so wirklich Sinn. Ich werde jetzt das Tutorial spielen, wir werden von Null anfangen und ich werde euch alles in diesem Video erklären. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert unbedingt den Kanal, denn ich kann euch eine Sache garantieren, die nächsten Videos solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Es geht los. Den Account nennen wir tatsächlich Neustart und ich bin 23 Jahre alt. Ich hoffe, das wisst ihr alle. Während ich jetzt hier das Tutorial spiele, erzähle ich euch einmal ganz kurz, was der Plan von diesem neuen Projekt, von diesem neuen Account ist. Ich kann euch eine Sache garantieren, ihr werdet es alle unglaublich krass abfeiern. Auf meinem Hauptaccount stehen wir aktuell zwischen 35.000 und 40.000 Pokalen. Ich bin aktuell so ein bisschen auf der Stelle. Es liegt nicht daran, dass ich aktuell auf dem Hauptaccount nicht so viel Spaß dran habe. Es liegt einfach daran, dass der Free-to-Play-Account, den wir auch zocken, mir viel, viel mehr Spaß macht. Und das Pushen auf dem Free-to-Play-Account ist aktuell das, was ich, wenn ich so gefragt werden würde, am allermeisten feiere. Kein Geld im Brawl Stars ausgeben und dann einen legendären Brawler ziehen, ist ja das Battle zwischen Lukas und mir. Ihr seht hier wahrscheinlich auch einfach gerade im Hintergrund so ein bisschen Highlight eingeblendet. Wir haben uns schon den Brawl Pass letzte Saison Free-to-Play gekauft. Und der Plan ist, dass wir das Ganze natürlich auch wieder machen. Trotzdem wisst ihr ja, dass wir aktuell auf dem Free-to-Play-Account nicht wirklich vorankommen. Wir sind aktuell auf dem Free-to-Play-Account bei ca. 8000 Pokalen, haben auch schon einige Brawler gezogen. Ich spiele auf dem Account regelmäßig die Challenges und mache wirklich echt alles, damit wir hier einen guten Fortschritt haben. Ich denke mal, ihr wisst ja alles, das Ganze ein Battle zwischen Lukas und mir ist. Falls ihr es nicht ganz mitbekommen habt, derjenige, der von uns beiden zuerst einen legendären Brawler auf dem Free-to-Play-Account zieht, als ich gewinnen würde, müsste Lukas auf meinem Kanal tatsächlich Kanalmitgliedschaften im Wert von 100 Euro an die Community raushauen. Das ist so ein bisschen das Battle. Momentan liegen wir gut in Führung. Gar nicht von den Brawlern, aber von den Pokalen. Aber wisst ihr, alles sagt nicht so viel aus. Und ihr könnt auch jetzt mal gerne in die Kommentare schreiben, Hashtag ich feier den Free-to-Play-Account. Den Free-to-Play-Account genauso feiert, wie ich ihn feier. Und allgemein das Projekt. Auf dem Free-to-Play-Account haben wir aktuell 32 von 61 Brawlern. 6 epische Brawler fehlen. 5 mythische Brawler. 10 chromatische Brawler. Und natürlich alle 6 legendäre Brawler, aber ihr wisst ja, wenn ich einen legendären Brawler ziehen sollte, ist das Projekt vorbei. Dann müsste ich den Free-to-Play-Account löschen, beziehungsweise spiele ihn nicht mehr aktiv, so wie ich ihn jetzt aktuell spiele. Und dadurch, dass ich den aktuellen Free-to-Play-Account schon wieder seit fast einem halben Jahr aktiv spiele, also es gibt ja wöchentlich mindestens 2 bis 3 Livestreams auf meinem Kanal, wo wir auf dem Free-to-Play-Account zocken. Und ich würde mal sagen, für ein halbes Jahr Free-to-Play 8000 Pokale zu erreichen, dafür, dass ich nur On-Stream spiele fast, ist das schon ordentlich und richtig stark. Meine 3, 2, 1, go! Was? Lenny! Ja! Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Ja! Ja! Aber ich habe mir tatsächlich gedacht, wir starten jetzt heute mit diesem Video ein neues Brawl Stars Projekt, einen neuen, richtig krassen Account, der tatsächlich die Kombination Free-to-Play pushen und Geld ausgeben perfekt kombiniert. Ich werde es tatsächlich so machen, dass wir diesen Account genauso wie den Free-to-Play-Account on-stream zocken. Und auch hier ist es wieder das Ziel, einen legendären Brawler zu ziehen, weil wenn wir das haben, dann ist das Projekt tatsächlich abgeschlossen. Und ihr könnt euch mal eine Bestrafung überlegen, was ich machen muss, wenn ich es nicht schaffen sollte, einen legendären Brawler zu ziehen. Übrigens an der Stelle noch einmal eine ganz kurze Ergänzung. Ich habe ja gerade erwähnt, dass ich auf dem aktuellen Free-to-Play-Account circa ein halbes Jahr zocke und wir noch keinen legendären Brawler gezogen haben. Auf meinem allerersten Free-to-Play-Account haben wir tatsächlich über 16.000 Pokale gepusht. Der Rekord war sogar fast bei 17.000 Pokalen und erst dann haben wir es geschafft, hier einen legendären Brawler zu ziehen. Das ist wirklich echt geisteskrank. Ich nutze den Account jetzt aktuell hier so ein bisschen als zweiten Account. Und hier war der legendäre Brawler, den wir gezogen haben, tatsächlich Mac. Und es hat wirklich über ein Jahr gedauert. 2, 1, go! Was? Was? Ja! Ja! Nach 2 Jahren! So! Oh mein Gott, Digga! Nach
Denn dieses Projekt funktioniert wie folgt. Ich werde für jede 1000 Pokale, die wir pushen, auf dem Account 1000 Juwelen aufladen. Ich werde probieren, diesen neuen Account hier tatsächlich sowohl on-stream zu zocken, aber auch probieren, den ein bisschen off-stream zu zocken. Ich weiß nicht, inwieweit ich es schaffe, dort richtig viel rein zu grinden, aber ich erkläre euch jetzt den Plan. Denn dieser neue Account, dieser Neustart-Account, auf dem ich jetzt gerade spiele, ist tatsächlich eine Kombination aus einem Free-to-Play-Account und einem Pay-to-Win bzw. Account, wo man Geld ausgibt. Ihr könnt selbst entscheiden, ob ich den aktuellen Free-to-Play-Account weiterlaufen lasse oder ob wir den in der Zeit pausieren sollen. Aber ich habe tatsächlich folgende Sache geplant. Ziel ist es tatsächlich, auf diesem neuen Account hier die 5000 Pokale zu erreichen. Und wir werden es so machen, dass ich für alle 1000 Pokale, die ich auf diesem Account hier erreiche, 1000 Juwelen aufladen werde. Diese 1000 Juwelen können wir dann, egal in was für eine Art und Weise, ausgeben. Wir müssen sie nicht ausgeben, wir können sie ausgeben. Das entscheiden wir dann mit der Community zusammen. Und wenn ich es nicht schaffen sollte, innerhalb von 5000 Pokalen und umgerechnet 5000 Juwelen auf diesem neuen Account hier einen legendären Brawler zu ziehen, dann wird es tatsächlich eine richtig fette Bestrafung geben. Und die könnt ihr euch ausdenken. Ihr könnt wirklich echt kreativ sein. Ich werde dann unter diesem Video hier nach den krassesten Bestrafungen auch einfach mal suchen und die dann auch öffentlich verkünden, dass wenn ich das Projekt hier so nicht schaffen sollte, dass wir dann eine richtig krasse Bestrafung machen müssen. Und die werde ich dann auch auf jeden Fall machen. Die Bestrafung sollte dann nicht so schlimm sein, dass ich irgendwie gegen einen Grizzlybären oder so kämpfen soll, aber ich denke mal, ihr solltet schon kreativ sein. Und die beste und kreativste Bestrafung, demjenigen würde ich sogar eine 15 Euro iTunes oder Google Play Karte auf Ehre dann rüberhauen. Also überlegt euch auf jeden Fall etwas Cooles. Und ihr könnt dann auch, wie gesagt, mitentscheiden, was mit dem aktuellen Free-to-Play-Account passiert. Sollen wir den weiterführen oder nicht? Und ich hoffe mal, ihr freut euch auf das neue Projekt. Es wird mega unglaublich geil. Natürlich werden wir auch probieren, diese Tagesgeschenke-Serie hier mitzunehmen. Als Neustart würde ich jetzt sogar schon mal sagen, bereiten wir den Account schon mal so weit vor, dass wir schon mal die Gems aufladen. Es gibt bereits jetzt schon echt geisteskranke Angebote, aber wir dürfen natürlich die 1000 Gems erst dann ausgeben, wenn wir hier 1000 Pokale erreicht haben. Natürlich ganz wichtig, Freunde, tragt auf jeden Fall Creator Code Lukas bei euch komplett kostenlos im Shop ein. Und ja gut, wir machen jetzt natürlich 950 Gems, weil 1000 Gems genau aufzuladen wäre so ganz kopfschmerzenhaft. Deswegen würde ich sagen, 950 Gems jetzt schon mal auf den Account drauf. So, und damit ist der Account jetzt schon mal startklar mit 950 Gems. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr heftig. Ab jetzt startet das neue Projekt. Ich bin sehr gespannt, was ihr hierzu sagt. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns im ersten Livestream.